Hallo Freunde und willkommen zurück bei Guild Wars 2. Zusammen mit Katuro sind wir dabei, Aufgaben zu bestehen. Das hat bisher ganz gut geklappt. Wie machen wir weiter heute? Ja, wir gehen heute mal in die Höhle. In die Höhle. Ja, die Höhle hinter uns werden wir heute mal besuchen, mal gucken, was da so los ist. Ich habe keine Ahnung. Geh du vor. Wie Das immer, kommt ich bin ja voran. Wo ist klein der und Eingang zur hilflos. Höhle? Ja, hier. Ach, So. ja, Das das ist ja sieht keine mir richtige aus wie Höhle. so ein kleiner Durchgang Oh hier. Gott, das sind ja Bären, Junge. Ja, lass sie doch mal, da Nein! kommt Oh, ein das ist die Böser. Der ist nicht Mama. so, er ist nicht so überzeugt davon. Oh, einmal ausweichen, bitte. Empfehle ich dir dringend. Der hat dich böse erwischt. Ja, der macht relativ viel Schaden, ne, wenn Ja. sie einen erwischen. Ja. Dein Bein blutet auch schon. Oh, dein Bein ist auch schon ab. Ich kann Wie nicht mein sehen. Bein ist Nein. ab. Er hat dein Bein abgebissen. Hat es ja nur noch halbes Leben. So, die Okay. Bärenjungen da, die lassen wir aber in Ruhe. Ja. Will ich nicht. Wo Mag ich gehst du nicht. dahin? Ja, hier so über den Berg. Nach rechts. Wir müssen ja zu dem Herz da unten. Oh Gott, hier sind überall Bären. Ja. Und das sind jetzt sogar viele Bären. Ja, aber die laufen ja alle mir hinterher, weil ich besser aussehe. Nee, Aber das liegt du. daran, dass du großvoller bist, Ich wahrscheinlich. habe gerade überlegt, da kommt kein Gegenargument. Gut. Alles klar. So, wir haben aber jetzt Aha. hier die nächste Aufgabe bekommen. Genau, richtig. Kannst du ruhig mal vorlesen, was wir zu tun haben? Zerstört den Besitz der Zentauren, schwächt ihre Truppen und macht ihnen auch anderweitig das Leben schwer. Ja. Also relativ simpel, wir sollen alles töten, was da rumläuft. Genau. Und vor allem anderweitig das Leben schwer machen. Das kann alles sein. Werden wir gleich sehen, was da zu tun ist. Und da unten ist auch ein Event. Guck mal. Ja. Direkt hier in diesem Fort. So, das ist ein Eroberungsevent. Da muss man da oben in diesen Kreis und dann gucken, dass keine Gegner da reinlaufen. Okay. Zack, zack. Ah, genau, und hier kann man das auch schön sehen. Hier ist dann ein anderer Spieler, der ein bisschen hochstufiger ist als wir, dieser Celebrimbor da vorne. Der ist Level 10, aber weil das Spiel das so will. Nicht, weil er das will, weil er ist schon 80 Ah, und wird okay. runtergestuft auf 10, damit er uns hier das Spiel nicht versaut. Ja. Genauso wie diese andere Dame hier links, dieser Ingenieur. Da, hier links, Marie Tansushi, Ja, ich sehe sie. die hier mit dem Flammenwerfer rumläuft. Hat so Ich ein sehe da einen kleines, Pfeil nach unten, genau, ja. so ein kleiner grüner Pfeil, der hier sagt, dass der entsprechende Spieler runtergestuft ist. Event ist vorbei. Ging ein bisschen Okay. schnell. Also gut, dann machen wir hier Zentaurenvorräte kaputt. Jetzt mal eben ein bisschen Feuer legen. Danke. Yay, es brennt. So, da gibt es bestimmt noch mehr Vorräte. Hier, haha, und Waffenständer. Walte deines Amtes, Pyromane. Sehr gut. Ich werde das erste Mal dafür belohnt, dass ich was zerstöre. Sehr schön. Genau, da steht noch viel mehr Zeug rum. Da. Oh, und ich habe wieder ein Level up. Oh, hier schon wieder ein Event getriggert. Und Gratulation zum Level Up. Danke. Super. Machen wir gerade das Event hier noch. Ja. Sieben Zentaurenwellen. Hallo, Zentaurenwelle. Oh, die kommen bestimmt gleich. Haben noch ein bisschen Angst. Die schießt schon da hoch. Warum? Die macht unsere Vorräte kaputt. Das geht ja gar nicht. Der NPC. So, aber sind immer So. noch keine Zentauren Ja, angekommen? so langsam müsste jetzt aber mal was passieren hier. Vielleicht werden die vorne irgendwo abgefangen von den anderen Spielern. Ah, da Da sind sie. kommen Okay. welche. Sehr schön. Oh, Level 10. Mal erstmal ein bisschen im Hintergrund aufhalten. Du hast ja da mit deinem Stab alle Vorteile.
Ja. Schöne Fernkampfwaffe. Übrigens auch mit Wasser. Mit Wasser hast du auf der 3, glaube ich, sogar ein Flächenheilungsfeld. Das kannst du eben mal machen. Mhm. Die 3. Irgendwo hinsetzen. Bei uns so. Und dann kann ich mit meinem Schild hier Bereichsheilung auslösen, indem ich die Explosion mache. Okay. Das ist so ein Interagieren von zwei Spielern miteinander. Das ist wirklich cool. Wenn man es weiß. So, erste Welle ist weg. Wo sind denn die anderen hier? Ja, es zieht sich etwas, ne? Hallo. Feinde. Ich habe mich extra schick gemacht. Was soll denn das? Ne, hier sind keine. Die sind wahrscheinlich auf der anderen Seite. Also normalerweise dauert das nicht so lange. Da sind sie. Mhm. Blind. Weggeschubst. Oh ja, und ganz viel Verwundbarkeit drauf. Hervorragend. Dann hat er auch keine Chance. Da kommen noch mehr von da unten. Hier. Ja, wenn du, glaube ich, weiter wegrennst, bist du ganz alleine. Nein. Da sind keine mehr. Das gibt's doch nicht. Bestand die Welle hier nur aus einem einzigen Centaur, okay. Oh, da sind ja noch mehr. Okay. Ja, da sind sie. Perfekt. Welle Nummer 3. Gut, in der Zeit kann man ja hier nochmal den einen oder anderen Vorrat zerstören. Ja, das können wir auch tun. Damit wir das Herz voll kriegen. Hier sind aber keine mehr, ne? Ich sehe keinen mehr momentan. Da. Da, ja. Mach die Vorräte mal blind, damit die uns nicht angreifen können. Sehr gut. Ja, unsere Mitspieler sterben wahrscheinlich gerade da bei diesen Zentaurenwellen und wir machen hier Vorräte. Ich kann da mal kurz gucken gehen. Ja, aber ich glaube, die haben die Welle schon erledigt. Ah, sehr gut. Ja, es ist halt so, dass die Spieler natürlich runtergestuft sind, ja. Aber sie sind eben trotzdem immer noch ein bisschen stärker, als würde man jetzt hier mit Level 8 oder Level 9 normal spielen. Ja, ja. Völlig klar. Was sich dann in so einem Event natürlich auch niederschlägt. So. Na, noch zwei Wellen, dann sind wir hier schon durch. Genau, und die Aufgabe an sich haben wir ja schon erledigt. Genau, dann kannst du auch mal kurz vorlesen, bevor die nächste Welle jetzt kommt. So. Großartige Arbeit. Die Zentauren sind erschüttert. Man sieht es in ihren Augen. Den Feind zu demoralisieren ist der halbe Sieg und ihr habt dazu beigetragen. Ich danke euch. Mit eurer Hilfe ist Tonteich so viel sicherer geworden. Ach, so schön. Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann kommt schon die nächsten Zentauren angewackelt. Aber hier gibt es ja mehrere Lager, so ist das nicht. So. Zack. So, die letzte. Die ist da hinten. Ja, genau. Die waren jetzt ein bisschen schneller da. Und sogar noch ein Veteran dabei. Und da draußen ist noch einer. Das war's. Jawohl. Super. So, jetzt reden wir mal kurz mit dem. Nee, der ist schon weit weg, ne? Der Gastgeber. Der steht in Tonteich, soweit ich weiß. Ja. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Das müsste der hier sein. Der hat doch da in diesem Lager gestanden. Mhm, genau. Hier, ne? Gehen wir mal gerade noch dahin. Hier passiert ja jetzt auch, weiter nichts mehr. Genau, ich habe nämlich auch ein Level-Up. Da müssen wir auch noch mal schauen. Hier kannst du übrigens... nee, du nicht. Das bringt dir nicht viel. Aber hier könntest du Waffen kaufen. Ich schau mal gerade, ob die irgendeine Bedeutung haben. Ja. Für... Oh ja, den Skin kann man sich hier freischalten. Das ist ja cool. Hier drüben bei dieser Vorratsmeisterin. Mhm.
Einfach die drei Sachen kaufen, die kannst du dann zwar nicht tragen, aber du hast dann für die Garderobe wenigstens den Skin freigeschaltet und kannst den dann über eine andere Waffe drüberlegen irgendwann mal. Also das sind hier Fackel, Tamini, Langbogen und Kurzbogen. Richtig. Hast du das Geld? Ah ja, ich habe dir Geld geschickt. Ja, ich habe. Das wollten wir nicht verraten. So, wenn wir hier schon mal stehen. Ich gucke gerade mal nach meinen Belohnungen der Stufe 8. Richtig, genau. Bist du aufgestiegen. So, und einmal ein vitaler Schwarz-Erd-Dreizack plus 13 Vitalität. Mhm. Und ein Stoff-Aqua-Atmer. Ja, das ist jetzt der Unterwasserkampf. Steht auch unten drunter. Unterwasserkampf freigeschaltet. Genau. Und der Schwarzlöwen-Handelsposten ist freigeschaltet. Also man kann jetzt einkaufen. Mhm. Auf diesem kleinen Symbol oben. Aber das ist schon super. Einfach einmal H drücken. Dann die Unterwasserwaffe hier anlegen. Also den, du hast so einen Dreizack gekriegt, ne? Den einfach doppelklicken, der findet sich dann schon an der richtigen Stelle ein. Und den Wasseratmer auch. So. Und dann liegen die auch an der richtigen Position. Sehr schön. Ja, ich finde es doch im Gegensatz zu früher ein bisschen übersichtlicher. Mhm. Auch die Erklärung. Weil du es halt alles erklärt bekommst, genau. Genau, so ist es. Das stimmt. So, dann mal weiter im Text. Nämlich zurück zu dem NPC. Und es wird wieder hell. Wir haben ja erst angefangen bei Nacht, ne? Aber es ist mittlerweile schon ein paar Mal hell gewesen. Ja, wie ich sagte, ne, der Tag-Nacht-Wechsel ist hier ein bisschen schneller. Was ich auch gut finde. Weil so kriegt das hier alles auch so ein bisschen Stimmung. Und dann gucken wir mal, was der Seraphensoldat Elmer uns zu erzählen hat. Hallo. So. Schön. Mhm. Ein Accessoire mit Präzision. Brauchen wir da irgendwas? Ich glaube, die Stoffhose ist ganz gut, oder? Oder hast du eine bessere an? Stoffbeinkleid. Ja. Also plus, die hat plus 5 Präzision, die, was ich anhabe, hat plus 3 Kraft. Mhm. Die Verteidigung ist natürlich besser. Also bei der 9. Okay, aber du kannst sie eh noch nicht tragen, weil Stufe 9 und so. Genau. Na, dann lass es mal. Mhm. Spar dir mal das Karma für später und das andere brauchen wir ja gar nicht. Also Horn kannst du nicht tragen und den Streitkolben kannst du auch nicht tragen. Von daher hat es sich dann hier an diesem NPC. Und dann gucke ich mal auf die Karte. Wir haben hier rechts noch einen Wegpunkt Richtung Sumpf. Aber ich denke, wir werden eher in Tonteich weitermachen. Ja. Okay. Lass mal zur Wegmarke Tonteich importen. Und dann laufen wir von dort aus noch mal ein bisschen weiter. Ach, da ist hier Marie Tanzu Nushi Kushi wieder. Da. Unser. Ja, die haben wir vorhin gesehen. Stufe 80 Ingenieur mit Flammenwerfer. So. Und da hinten ist ein Portal schon ins nächste Gebiet. Guck mal. Ja, da müssen wir aber noch nicht hin. Also, das ist immer. Daran kann man immer erkennen, dass man hier ins nächste Gebiet kommt. Mhm. Da können wir eben mal durchgehen. Das tut uns auch nicht weh. Okay. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht. Ich denke mal Kessex-Hügel. Ja. Ja. Genau. Lieblingsgebiete. Eines meiner Lieblingsgebiete. Sagen wir mal, es war eines meiner Lieblingsgebiete, bevor hier die böse, deren Namen ich vergessen habe, alles zerstört hat, wie du siehst. Hier liegen überall noch die Trümmer rum und ja. Das ist bei weitem nicht mehr so schön, wie es mal war. Leider. Okay. Ist alles kaputt, zerstört und ja, ist halt so. Das wird auch, soweit ich das gehört habe, nicht mehr weggemacht. Also das soll sowieso bleiben. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Es wird nicht mehr aufgebaut. Nein, wird nicht mehr aufgebaut, so ist das. Wie, nicht so wie Löwenstein. Löwenstein soll ja mit dem Add-on, über das Add-on haben wir noch gar nicht gesprochen, was ja auch mit einem Grund ist, Together machen, damit wir mal noch in das Spiel ein bisschen einsteigen, bevor das Add-on kommt, das hier angekündigt wurde. Man weiß noch nicht, wann es kommt. Aber Löwenstein soll wohl hier zum Add-on hin nochmal aufgebaut werden oder ein anderes Gesicht kriegen. Mhm. Im Moment ist es ja noch in Trümmern. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, dass wir da mal zusammen gewesen sind und das angeguckt haben, bevor die Dame, hieß sie nicht Scarlett? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich habe es verdrängt. Hier oben ist übrigens ein Vista. Ja. Das darfst du dir gerne mal anschauen. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich guck mal, ob ich da hochkomme.
Nein, kommst du nicht, du willst es fast. Ja, genau. Ja, es geht. Also es geht eigentlich relativ gut sogar. Na, nach rechts. Am besten nach rechts mit ein bisschen Anlauf. Nee, nicht nach links, da rechts. So, und alle guten Dinge sind drei. Ne? Andere in meiner Folge können sich jetzt mal hier angucken, wie man einen Wasserfall richtig macht, im Gegensatz zu Herr der Ringe Online. Super. Wo die Leute das nicht richtig programmieren können. So, na dann zeige ich dir mal, wie das geht. Einmal, zweimal, na. Und ja. Dann hier. Sind wir hier überhaupt richtig? Das hast du nicht gut ausgewählt. Nicht. Das hast du gar nicht gut ausgewählt. Lass mich mal gucken. Ja, ich komme hier hoch. Nach rechts. Muss einfach nach rechts mit ein bisschen Anlauf. Ja, perfekt. Sehr super. Schön. Dann kriegen wir hier einen ganz tollen Ausblick auf diesen Wasserfall und dieses wunderschöne Tal. Und sehen schon wieder die nächsten Baustellen mit Gegnern. Mhm. Wo wir dann demnächst hinlaufen. Sehr schön. Und hier kann man auch ins Wasser springen übrigens. Mit viel Anlauf. Ja. Sehr gut. Ich glaube, ich habe mir noch ein bisschen den Kopf angeschlagen. Ist doch nicht schlimm. Hier können wir unsere Unterwasserwaffe dann auch mal ausprobieren. Und ich habe jetzt auch mein Gerät an. Dein Unterwassergerät. Du machst ganz tolle Sachen unter Wasser, habe ich gehört. Also Elementarmagier, das Feuer, was du unter Wasser rausschießt, das wird hier zu Magma. Okay. Ist ja klar, ne? Physik und so. Siehst du, so so brennende Felsbrocken von dir wegfliegen, ne? Mhm. So, oh, die sind auch schon lange nicht mehr getötet worden hier, die Skale. Oh, jetzt kriege ich aber aufs Maul. Autsch. Was macht denn da so viel Schaden? Ich kann nur Raketen verschießen und Minen legen. Was aber auch nicht schlecht ist. Die halten aber auch relativ viel aus, ne? Ja. Fällt mir auch gerade mal auf. Die heilen sich. Guck mal, der Buff unter dem Skal. Ja. Ist so kleine. Ach so, okay. Muss ich mich aber eben mal heilen. Sonst lacht der mich nämlich aus. Aber jetzt wird er gekillt. Das gibt's doch gar nicht. Hallo? Der Skal muss aber noch spawnen, der mir hier das Wasser reichen kann. Komm, ein paar Minen. Jawohl. So. Perfekt. So, jetzt ist meine Rüstung nass. Verdammt. Aber sieht das nicht toll aus hier unter Wasser, wie das Licht hier so reinstrahlt? Siehst du das? Ja. Das ist schon cool. Ach, ich liebe das. So, und jetzt sind wir hier bei Fiona Hastings. Die verkauft bestimmt Honig. Ich wusste es. Wie Topf mit Bienen. Mhm. Aha. Ach, das ist ein Sammelgegenstand. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Weil der nämlich für die Sammlung gedacht ist. Es gibt hier so Sammlungen, die irgendwann vervollständigt werden. Mhm. Ja, genau. Dann musst du das doppelklicken und dann wird das deiner Sammlung hinzugefügt. Hab schon erledigt. Super. Was haben wir jetzt hier in der Hand? Was hast du hier in der Hand? Achso, dieses Glasding. Was kann das? Werft euren Topf, um ihn zu zerbrechen und einen wütenden Bienenschwarm freizusetzen. Ja, Kryo, was soll ich sagen, ne? Fang. Super. Ja, lauf noch dreimal durch. Schön. Ja, das ist aber cool. Ja. Ja, toll. So, weiter geht's. Jawohl. Wobei ich fast das Gefühl habe, wir werden hier wohl erst in der nächsten Folge aktiv werden, nachdem wir diesen Flusslindwurm hier noch erledigt haben und seinen Freund, das Flusslindwurm-Junge und die ganze und Familie. Und die anderen, die du gerade angelockt hast. Ich habe gar nichts angelockt. Mann. Das ist doch nicht, wo kommen die denn alle her? Bam. So, hier mal einen Platz für eine Abmoderation.
So, hier schön vor dem idyllischen Wasserfall. Genau. So. Genau. Ja, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es hier weiter im Königental. Wahrscheinlich werden wir es abschließen. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.